Der Mond am Morgen. Der Mond am Himmel wohnt. Und ringsherum die Sterne. Der Mond am Himmel wohnt. Den sehe ich ja so gerne. Ist das Wetter am frühen Mittag? Erstmal habe ich kurze Hose. Das geht ja kaputt mit der Hose. Wie schnell das warm geworden ist, das ist ja der Bilderbuch mal. Wie gesagt, genesen, solange es noch geht. Diese Luft. Herrlich. Und die Krux, das kostet die Fortbewegung selber, kostet erstmal so gar kein Geld. Auto kostet jeder Ritte. Die Nachtigall wird, ne? Scheiße. Da war gestern ganz schön was los mit dem Wetter, aber hier hat es ein paar Tröppelchen, ist der Name drum, 9 Uhr gelb oder halb 10, wirklich nur so ein Hauch von Wasser, das sieht man auch, alles platztrocken. Also der unterhält sich ganz klar, wir können dann nicht sein. Schaut da jetzt so die Richtung, weil wenn man da hineinguckt, da an die Hose, dann sieht man genau da, so ein Unterschied im Himmel, das sieht richtig aus wie, fast wie sandes Gewitter. Mal sehen. Die abgemähte Wiese, Anfang Mai, der Mitte Mai, das ist schon früh. Als Randzimmern. Und da sieht die Purpura fast schwarz aus. Das ist richtig wie Blut eben. Das Blut aus der Ader rauskommt. Also wie heißt die wohl noch Purpura? Ja. Boah, ist der dunkel. Das sieht immer toller aus, finde ich. Seht, da hat viele Äste gelassen. Toller Baum. Jetzt bin ich gerade mal in die Biergasse reingefahren. Ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht. Schauen wir mal, ne? Sieht hier aus wie die Sackgasse. Ah, da vorne geht es weiter. Die verwinkelten Gassen von Zimmern. Das Zimmerplatz so schön in Blau. Ha, ist gerade so verwinkelt weiter. Ah, ist der nett.
Scheiße. Steigt mal an, Alter, der duftet. Ah, herrlich. Was ist das denn? Ein toller Strauch. Wow. In Simmeln ist nämlich das Kabel-Baustellen-Chaos. Ganz Zeit schon. Schulter jetzt mal so im Trottoir die Straße entlang. Voilà. Schon passt, dass mich die Bäume nicht vom Fahrrad wehen. Weil von hier aus ist es locker. Jetzt ist nach Gundelnhausen und es gibt diesen super Fahrradweg. Da sind die Zimmern ja schon auf Zack. Gibt es alle in Stadtgemeinden, in auch Darmstadt-Dieburg. Da hängen sie noch bloß in der Nähe. Das ist eine fahrradfreundliche Stadt. Da hinten ist das dicke Gewitter. Sieht schon, es scheint vorbei zu ziehen. So die Hoffnung. Da hinten an dem Ort, da spielt die Abwehrklasse Golf. Ein schöner Golfplatz. Wie immer Bälle rum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie weit so ein Golfball fliegt. Da sieht man das Golfparadies. Hochsetz an den Nageln. Da bist du schon bei der Hetze. Da. Herrlich, dieser Wärme mit diesem leicht kühlen Wind. Die Wärme mit kühlem Akzent. Ja, das moved, das ist einfach total toll. Muss ich mir sagen. An Gundelnhausen. Da sind jetzt die Sperlinge. Und hier in der windgeschützten Lage kann man schon sagen, da glüht der Asphalt. Jetzt bin ich auf der Durchgangsstraße von Gundelnhausen. Fronten. Lost Places. Gibt hier überall diese Lost Places. Es ist ein sehr feuchtes, blättert halt schon der Putz draußen ab. Da auch. Steht alles leer. Das ist wahnsinnig, wie viele Häuser hier leer stehen. Direkt auf der Hauptstraße. Unglaublich. So, jetzt geht es von Gundelnhausen Richtung Rostorf. Jetzt bin ich in Rostorf. Ja, so schöne alte Häuser hier in Rostorf. Sandos Place. Da wohnt auch keiner mehr, das kann man ja sehen. Unglaublich. In Rostorf ist halt wirklich ätzend mit Fahrradfahren auf der Hauptstraße. Da müssen wir mit dem Bürgersteig fahren, das ist so eng, da hat keine Chance. Ganz anders wie in Großzimmern. In Rostorf bist du als Fahrradfahrer aufgeschmissen. Da hat mich eine schöne Kirche in Rostorf. Ist auch hübsch. Die hübsche Ortsmitte mit dem Rathaus. So, jetzt bin ich aus Rostorf, schon fast wieder draußen. Und hier kommt dann jetzt endlich wieder ein Fahrradweg, wenn man zum Industriegebiet nach Rostorf fährt. Und vorher, wie gesagt, muss mich schon die Straße abdrängen lassen. Das ist so eng. Wenn da zwei LKWs kommen oder ein Bus, keine Chance. Und da bin ich neu schon auf die Waffel gefahren. Es haben noch viele andere da. Viel Lehrgeld bezahlt in Rostorf. Es hat auch so schöne Buckel, bis man da hochgestapelt ist. Aber irgendwann hat man das auch geschafft. Oh, da bin ich aus Rostorf draußen.
Das weiter Richtung Darmstadt. Hast du aus wie so ein Ehrenpreis? So ein Wolken-Ehrenpreis. Kommt mir denken. Da habe ich mich schon gefreut, weil der eine dicke Botzer, der dunkle, ist schon weg gewesen. Und jetzt kommt da aber nochmal eine. Nein, die Luft ist nicht so drückend schwül wie gestern, aber auch. Jetzt wird gerade bussert. Von rechts nach links in den Wald geflogen. Passiert nicht mehr dann, wenn man die Kamera in den Händen hat. Wir sind jetzt am Jugendhof vorbei. Das ist die Bushaltestelle. Fahrradfahrer, ich komme mal entgegen und da blenden sie dich. Der ist unglaublich. Das ist wirklich grell, wie grell solche Lampen sind. Das ist halt bei so einer Beleuchtung schon besser, wenn man so eine Lampe hat. Damit man gleich sehe. Der Grund, warum ich nicht so gerne solche Fahrradwege fahre, da kommen dir viele Leute entgegen, wo es blendet. Da rufe ich dann immer laut, blendet. Manche halten an dabei. Von 20 mal eine. Und stell es runter. Ja, jetzt kann ich die Kamera wieder einstecken. Jetzt gibt es nämlich die Schussabfahrt. Das ist fast nicht am Start. Wir sind an der Straße oder in dem Weg, genau neben der Autobahn. Hat man ja. Jetzt habe ich da gesehen, Kotelettfahrt. Und letztes Mal war in einem meiner letzten Videos, habe ich ja gezeigt, was das war. Da sind die entlang gelaufen. Nach schöner Runde durch Rostorf. Dann haben sie sich niedergelassen und dann haben sie Kotelett gefuttert. Das heißt das Kotelettfahrt. Unglaublich. Das ist auch noch so oft eine oft verkannte Gefahr beim Fahrradfahren, dass es also runtergeht, dass man sich so runterrollen lässt. Und guckt sogar mal 50 Jahre drauf. Wenn man damit kurze Hose fährt und fällt dann auf der Abel, ist jedes km/h zu viel. Dann sieht man schon geküsst aus. Die Haut ist dann nicht mehr so schön wie vorher an die Knie und an die Bauern. Natürlich bei mir mit der runtergenudelten Garnitur ist das jetzt so Sache. Wenn ich dann am Berg noch mit hoher Übersetzung ankomme und schalte dann runter, dann schlag ganz langsam reinstammeln, wie ein Zeitlupentempo, dass sie nicht durchrutscht. Der Bergleist, die fährt dann mit dem Cube vorbei. Also Tube ist wirklich eine Marke, die findest du, die sind ja überall sind wir. Das ist jetzt gerade im Fahrradladen in Rostorf, da war eins so ein großes, so ein Fully, also ein vollgefedertes E-Bike, da guck ich auf den Preis, 7.394 Euro. Ist da also, die nehmen es doch von den Lebenden. Da bin ich in Darmstadt. Ich spüre die Bahn. Mit Bahn drüber weg. Also wenn ich Autofahrer wäre, ich müsste da zu der Tankstelle, ich würde jetzt mal ein Herzgas wegkriegen. Ich sehe es schon von Ferne. Ich denke mir, wow, das gibt's ja gar nicht. Das packt doch so ein Normalverdiener, schafft es doch gar nicht mehr. Das ist ja abgefahren. Teuerste 2,29. Das ist so eins von den schönen alten Klinkerhäusern, was es damals in Darmstadt gab. Das sind ja in Darmstadt. Was es öfters gab. Und ich fahre jetzt ganz ruhig und beschaulich, genau neben der Hauptverkehrsstraße, der größten Hauptverkehrsstraße, der Heinrichstraße in Darmstadt, genau die Parallelstraße. Und hier ist nichts los, obwohl es mitten unter dem Tag ist. Schrecklich für Meter, wo ich auch wohnen muss. Was soll man machen? Wenn man alte Tag Geld hat, kann man sich manchmal nicht aussuchen. Ja, auf der Hauptstraße da ist es dann geschäftig, wie man sieht. So, da stecken wir erstmal die Kamera wieder. Oh, das ist hier in Darmstadt, wo wir alles sind. Das ist der City-Tunnel. Da ist der ganze Tag was los. Da ist die Wetterstation. Messen, wie die Luft sich hier entfaltet. Das ist ganz böse Geruch. Ja, jetzt sind wir auf den freien Platz. Und dann links die Martinskirchzeit ist. Ich bin ein bisschen deutsch. Ja, da ist der Obelisk her und hinten dran ist die Martinskirche, die Rundkirche. Jetzt sind wir in die Stadt, da sieht man, wie es dunkel kommt.
Und da das Theater. Die moderne Kunst und die Wasserspiele. Sieht aus wie ein Raumschiff aus einer anderen Zeit. Fand ich immer schon als Kind. Das steht schon lange da. Schon immer als kleines Kind beeindruckt, die Kirche. Das sieht fast aus wie so ein römischer Tempel. Da laufen wir mal hin. Können wir mal was lesen? Die Martinskirche ist das nicht. Die katholische Pfarrkirche ist das. Da steht noch was in Römisch. Der Ludwig, der wieder unten auf die Säule steht. Das ist doch mal Kirsch. Top. Das ist schon beeindruckend. Schauen wir mal in die Mitte. Da sind noch so Markierungen. Steht mir immer. Boah, das macht mir aber. Da hat sich der Geist ein bisschen vorher aufgeladen. Dann der Erde Frieden. Der Erde Friede. Den Menschen seine Gnade, Ehre sei Gott in der Höhe. Ah. Und auf der Erde. So ist es. Ja, so fast, dass wir den Drehbahn kriegen auf die Plätze fällt. Schöne Taubhängen. Ja, toll aus. Das hat was. So, das muss man an der anderen Seite noch mal sehen. Mit dem Licht, das ist beeindruckend. Und wenn man mal ganz genau guckt, dann sieht man, dass das ein Herz ist. Die Liebe, das Licht. Das sieht aus wie ein Herz. So sieht man es noch besser. Wer das wohl sieht hier drin. So, da gehen wir wieder vor. Das ist der Kreuzgang Jesu. Was mit dem Sandkasten auf sich hat, weiß ich nicht. Aber es hat bestimmt auch eine Bedeutung. Oh, das habe ich auch nie gesehen. Das ist eine Sitzgrube. Da kann man sich dann mit dem Geistlichen auf den Plausch niederladen. Sich vielleicht dann Platz im Himmel reservieren lassen, wer weiß. Zum Tee mit einem Engel.
So, da gehen wir wieder raus. Ja, das war dann mal ganz hübsch. Da drin. Was sind da so diese Wahnsinnswolken? Das hat schon was Göttliches an sich, denke ich heute. Da sind schon ein paar mehr Fahrräder da. Das ist halt in Darmstadt. In dieser Straße sollte man lieber kein Fahrrad kaufen. Schöner Park ist hier. Hier ist die Luft jetzt schon sehr verbraucht. Das läuft das Sauna Abgas. Scheint es. Der 8-9 vorbei. Ja, ne, das ist eine Radrennbahn. Ich muss das gerade mal gucken. Ich sehe, dass es die Rennbahn für Räder ist. Das muss ich mir mal angucken. Ja, da sind die dicken Wolken unterwegs. Na gut, dann gucken wir uns das mal an. Wie toll. Die Formel 1 Radrennbahn. Supi. Das Velodrom. Toll, toll. Das ist jetzt genau die Mitte von der Bahn. Mal sehen. Da bist du bestimmt ganz schön zack, Petrov, wenn du da jetzt reinstauen willst. Tolle Sache. Das ist jetzt die Fahrradhighway, die genau in die Bergstraße führt. Sieht man auch da hinten durchscheinen, die Bergstraße. Wenn du krass reinstrampeln, dann geht es schon noch. Da ist die ehemalige Ami-Siedlung. Da gab es wieder die deutsch-amerikanischen Volksfeste. Ich muss mich daran erinnern. Riesen Feuerwerk gab es immer. Das war noch sein. Jetzt kommen hier links gleich wieder die Häuser der Upper Class von Darmstadt. Da stehen Klötze von Häusern hinzu, glaube ich. Es sei natürlich gegönnt, dass man so leben darf. Aber ich finde es immer so von dem Schicksal, dass so viele Leute keine Wohnung haben und andere solchen unheimlichen Besitz angehäuft haben, um sich so feudal leben zu können. Boah, wie schön. Herrschaftshäuser von Darmstadt, die hier stehen. Lusttempelchen im Garten. Als man der Fliege im Mund. Das ist der Obercatcher. Wow. Sieht schon an den Mauern, was hier los ist. Wahnsinn. Die einen haben gar nichts und die anderen haben berauschend viel. Es geht hier nur so, in einem Fall. In der Truppe da wohnen eher die Armen. Obwohl, wenn man so rüber guckt, ist ganz arm sind die auch nicht. Aber man kann ja bekanntlich nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat ja Tasche, das Tasche, keine Regale. Also wozu so viel Besitz anhäufen? Das bisschen Leben, was man hier auf der Erde hat.
mir doch überhaupt nichts mitnehmen kann. Das ist so ein schöner Lost Place, ist das, wie schön heißt. Die sind wahrscheinlich schon im Himmelreich, die Leute. Und der ganz woanders, wer weiß. Wenn man mit dem Nachwuchs nicht so klar kommt, passiert sowas. Ach, da ist wieder die Kirsch. Genau. Obstgemeinschaft. Spitze Kirsch. Ja, wo ist eigentlich? Schreit es wieder genauso laut wie vorher. Offenbar willst du kein Fahrrad fahren. Wenn wir jetzt ewig so weiterfahren in Richtung Bergstraße, sind natürlich von links die super dunkle Wolken, die da kommen. Da sieht es ja top aus. Aber die andere Seite soll die Frage, wie das weitergeht. Da sieht es anders aus. Ich bin jetzt mal abgebogen. Ist dann so wieder da in die Richtung bist du. Was da aussieht, die Straße, wo ich hin will, das wäre ja ein Ding, wenn das jetzt so, wenn das jetzt so wäre. Geht es auf jeden Fall schon mal hin ins Feld weiter. Das ist schon mal ein positiver Ausblick. Und da kann man jetzt die Bergstraße hinter diesen Häusern erkennen. Die Via Montana bei den Römern. Germania Superior, das war da. Da waren die gern, die Römer. Doch Glück, es geht weiter. Ich kann da weiter links fahren. Hab schon gedacht, ich müsste jetzt wieder runter. Das könnte schon eher der Weg sein. Genau der Weg, den ich gesucht habe. Da kommt man von oben von Dreiser hineingefahren. Bei der Runde nach Funkstadt. Ah, da kommt man dann ins Mühltalbad. Ui, bis nach Neu-Isenburg geht's hier. Ja. Ah, ein Sperber. Das ist nämlich eine wildromantische Strecke, aber es geht schon. Da kommt schon wieder schönes Wetter. Geht's dann durch so Streuobstwiesen durch? Es ist zwar dunkel, aber es sieht trotzdem gut aus mit dem Wetter. Das ist die romantische Strecke nach Darmstadt, wenn man da hinten rein muss. Beziehungsweise an die Bergstraße weiter will. Das ist hier im Jugendheim. Na, das sieht doch aus wie wenn man, wie gesagt, wie ich im Zeitlupentempo hinauftritt, dann rutscht das auch nicht durch. Dann geht es. Aber wenn man natürlich das Gas gibt, dann hört sich das A nicht schön an und B gehen die Ritzel dann noch schneller kaputt, die Zähne. Das, was doch da ist. Was zu erzählen. Das ist natürlich mit dem E-Bike bei so einem Wetter total okay. Das ist der Weg Nummer V, den ich hier lang fahre. Urwald. Steinwesenheiten. Ist hier nicht schön?
duftet es. Oh, phänomenal. Auf der Bank und schreit in einer anderen Sprache. Ah, da komme ich raus. Jetzt weiß es. Wieder ganz so anders, der, wo ich als erstes dachte. Also doch nicht so. Das ist heute so eine extrem gute Fernsicht. Da kann man mal da runter gucken. Da kann man nämlich sehen bis in den Mannheimer Raum. Man kann da runter gucken bis an den Kaiserstuhl. Und das Dings da vorne, das sieht fast aus wie die Vogesen. Das sieht mir von Weinheim noch besser. Aber wenn ich da jetzt mal so gucke. Und jetzt auch, ob man sieht. Jetzt erstmal unscharf. Jetzt wird es wieder scharf. Da müssen wir es doch eigentlich sehen hinten dran. Das Gebirge hinten dran. Das könnten die Vogesen sein. Wow, so eine Fernsicht ist heute. Das ist mehr so der Mannheimer Raum, wo ich jetzt so die Schwinge mache. Na, 100 Heidelberg ist das. Da hinten dran sieht man das andere Gebirge. Ja, das sind schon so die Kaiserstuhlschicht sein, ne? Das ist schwierig mit dem Autofokus. Schwierig. Das ist einfach die Bresche der Ansicht. Wenn man sagt, was man will. Da auf den einen von den Bergen, da ist noch dieses festungsähnliche Gebilde. Das ist beim letzten Mal Elektronat. Da unten ist wieder Riese und Mühle mit der Rammstadt. Dahinter geht es an die Bergstraße. Da drüber weg. Also den Höhenzug der Bergstraße. Da vorne ist wieder Niederberbach, die Windrede und voraus ist dann Oberramstadt. Niederramstadt, Oberramstadt. Jetzt habe ich so im ersten Moment gedacht, ach, kommst du da über die Straße fahren, fahr da hin. Dann guck ich da hin, dann sehe ich da hinten das Dunkle. Da ist auch was unterwegs. Am besten ist wirklich die Richtung. Ja, fahren wir weiter in die Richtung. So, dann mache es wie gestern, ähnlich. Ja, mir fährt jeder Allergiker ab, da fließt durch die Gegend, die Freunde. Aus dem Nichts taucht sie auf. Da bitzelt es in den Augen und in der Nase. Weißt du mit dem Kopf aus? Kann man noch in Zeitlupe hochtreten. Ist die Sonne auch wieder da. Gleich Temperaturunterschied. 10 Grad. Der schöne Baum. Schauen wir, laufen die Orte so, der Luftdruck schwankt. Die Schule, der Schulbaum. So, ich bin schon wieder auf der Straße, aus dem Tunnel raus. Ich bin in der Abstadt. Neunem. Da hatten wir jetzt nochmal die super Aussicht. Da drüben der Spessart, der Hahnenkamm. Da vorne, Umstadt, Binselberg. Da hinten dann der Ortsberg. Ohne Rossdorf.
Das ist jetzt die schöne Abfahrt rechts der Schmähen, weil ich jetzt da die Wolke sehe. Die sieht aus wie so ein Gate. Da geht es woanders hin, eine andere Galaxie. Wie bei einem herzvollen Kirsch sind nur die Eingeweihten. Die anderen fahren dran vorbei. Da ist Rostov. Die mittlere der Dachstein, das ist der Silberberg. Das ist auch der Kupferbergberger. Hoppe Rapstadt. Das war eine schöne Runde, aber ich fahre noch ein bisschen weiter. Bin ja noch nicht mal 40 Kilometer unterwegs. Da ist noch ein bisschen Energie da. Da oben muss man jetzt den Stand so rechtzeitig halten, damit man am Lindenhof vorbeikommt. Die Perschnode, die super Sammelstrecke, am Hundesportverein vorbei und dann am Dilsbachhof. Und dann ist man schon wieder unten in der Au, kurz vor Schwabbrücke. Nee, wir fahren geradeaus. Jetzt bin ich schon da unten angekommen, was ich gesagt habe vorhin. Das ist auch noch so ein Tor. Ich muss schon wieder auf die Straße achten, weil es ist der Berufsverkehr. Da fahren die ganzen Schwarzfahrer in das Feld. So, wenn ich jetzt da vorne rechts fahre, dann muss ich ein Stück laufen. Aber das geht dann nicht mehr mit der Kette. Mal gucken, ob es geht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird nichts werden. Zu steil, zu wenig Zähne auf dem Ritzel hinten drauf. Da kommt dann der richtig steile Berg da hinten. Da bin ich jetzt selber mal gespannt, bis wohin das geht. Ah, mal da. Bussard. Die Krähen. Genau hierhin bin ich gekommen. So viel war dazwischen. Da kommt aber vorne noch was viel steileres. Muss ich laufen jetzt. Hui! Ja, wenn die Dinger mal fertig sind, dann sind sie fertig. Aber ich muss noch warten bis zum Monatsende. Weil ich muss schon was zu essen kaufen können. So läuft es bei mir. Entweder fahren oder essen. Dann lieber essen. Dann lohnt halt zu laufen. Ja, jetzt auch meine Atmung, so schlimm war das jetzt auch nicht. Das Laufen. Weil hier kannst du wieder fahren, hier ist es nicht so steil. In der Laudertal, Neunkirchen. Jetzt nach vorne, der Felsberg. Ja, ich glaube Laudertal. Da die Fahrboden eines Wetters. Aber heute soll es ja nicht regnen. Der Rossberg. Hab ich ja vorhin schon gesagt, das sieht da so aus. Da komme ich her, Oberramstadt-Eiche. Da war ich eben gerade gewesen. Bin schon hergefahren, Lindenhof. Wieder hoch. Jetzt bin ich hier auf dem anderen Kamm. Auch eine Hohenstraße. Und da drüben ist auch noch mal eine hohe Straße, wo die Windlücke ist. Das ist halt die offizielle hohe Straße. Waren alles Handelsstraßen früher. Da unten ist Hofgut Dilshofen. Und selbst jetzt sieht man die alte Wegeführung noch. Das ist das Gras da helle. Da sieht man, wie der Weg gelaufen ist. Den sie dann irgendwann mal überpflügt haben. Da kann man wahrscheinlich Richtung Rostov. Der alte Weg Richtung Rostov.
Da haben wir die Felder am Ostberg vorbei. Wer weiß, wie alt dieser Weg überhaupt ist. Und von oben, obwohl es wölkt ist, ist es ganz schön warm. Also 28 Grad haben wir hier auch Lucke. Dann starten wir das ja vorhin auch. Fast 30. Boah, wie das staubt. Man denkt erst mal, wir im September, wenn man den Staub sieht. So trocken ist es. Ah, wäre so schäge Witterwolke, wenn sich oben auszieht. Die Ferne der Ortsbüsch. In Umstadt. Mit dem Kastel. Krankenhaus. Und da die Spessartüren. Den Hahn kam da vorne. Vorher, der hat jetzt sogar so einen Baumann dabei. Weiß nicht, ob man sieht, da ist er, der Baumann. Der da. Hier passt jeder auf jeden auf. Ein hübscher Kerl ist er von. Und da kommt auch wieder die Sonne raus. Tja, wer sagt's denn? Ja, dann machen wir uns wieder auf den Heimweg. Die 50 Kilometer auf Schott schon wieder voll. Das ist ja mal die gigantische Fernsicht. Ich habe gerade mal die Kameraeinstellung gewechselt. Da sieht man vorne die Antennen, das ist Zellhausen. Hat auch wieder was mit Flugsicherung zu tun. Und hinten dran ist der Hahnenkamm. Da sieht man Alzenau. Alzenau in Unterfranken. Wasserlos könnte es da oben sein. Das beeindruckt mich immer wieder, wie weit man hier gucken kann. Manchmal bis tief hinein in den Vogelsberg, beim Moorotskopf. Da sieht man dann den weißen Steinbruch, diesen Marmorsteinbruch oben drin. Aber ich finde, der Spessart, das ist heute schon ziemlich klar. Die Batterie geht zu Ende. Da kann man den Film ja heute mal beenden mit dem Ortsbergblick. Es war gerade noch so ein nerviger Flieger da. Vorne Lenkfeld, der weiße Kirchturm.
Oben die Burg, Otzberg-Hering ist das. Vorne dran ist Niederklingen. Dann da hinten ist Oberklingen. Also raus. Und hier davor, das ist die 100 Morgen. 100 Morgen Land. Unser schöner Odenwald. Die Kirche mit dem Herz, das war auch beeindruckend. Das Herz, was nicht jeder gesehen hat. Was ich frage, sagt, das sehen nur Eingeweide.